Hallo und herzlich willkommen zu diesem Spezial. Ich befinde mich hier live in Karlsruhe vor dem Jugendhaus und hinter uns spitzt sich die Lage dramatisch zu. Ein entflohener Patient aus der psychiatrischen Abteilung des Städtischen Klinikums Karlsruhe hat hier eine Spielegruppe als Geisel genommen. Wir wissen nicht, wie viele Geiseln in seiner Gewalt sind, wir wissen bloß, dass darunter einige sehr begeisterte, leidenschaftliche Brettspieler sind. Der Chefvermittler Benny von den Suchtis ist bereits in Verhandlungen mit dem Geiselnehmer und so hoffen wir das Beste und auf eine baldige Beendigung des Geiseldramas. Und jetzt schalten wir einfach mal rein und schauen, wie die Lage aussieht und wie die Vermittlungen gerade laufen. Hallo? Aber jetzt mal ganz ruhig. Es bringt doch nichts, wenn einer von uns die Nerven verliert. Bewahren Sie einen kühlen Kopf. Nichts muss mal hier! Ja? Doch, schon! Na sehen Sie, genau, jetzt mal der Reihe nach, ganz langsam. Was sind Ihre Forderungen? Was ich will? Ich möchte 10 Millionen was? Kleine Scheine. Aha. Und ein Fluchtwagen. Nein, nicht Fluchtwagen. Ein Hubschrauber ist gut, ja. Jetzt erzählen Sie doch mal in aller Ruhe, wie sind Sie in diese missliche Lage gekommen, dass Sie jetzt ausgerechnet eine Spielegruppe als Geiseln genommen was? Haben? Das ist alles Hinhaltetaktik, verdammte Hallo? Scheiße! Verdammt, aufgelegt. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu Unterhändler Solo Let's Play Teil 2. Ich meine, ihr habt es am letzten Video schon mitbekommen, es kam ein Anruf rein, Lilly von Engelhardt, die etwas durchgeknallte und total verzweifelte Dozentin an der Universität hat Geiseln genommen. Und zwar einige ihrer Studenten. Und da dürfen wir jetzt natürlich nicht unnötig Zeit verschwenden. Und deswegen tauchen wir direkt in Part 2 des Solo-Let's Plays zu der Unterhändler ein. Es ist ein Spiel für genau einen Spieler, erschienen bei Frosted Games 2018. Da gibt es inzwischen schon einiges an Erweiterungen, da kommt hoffentlich noch mehr. Und wenn ihr euch das Ganze anschauen wollt, empfehle ich euch, bleibt auch die nächsten Male dran. Es wird spannend bleiben und es wird interessant. Und deswegen tauchen wir jetzt direkt ein in den Fall mit Lilly von Engelhardt. Lillys Antrag auf Festanstellung an der Universität wurde heute abgelehnt. Zum 5. Mal. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ihre Studenten waren fassungslos, als sie anstelle der üblichen Vorlesungsnotizen zwei Glock 23 aus ihrer Tasche zog. Lilly wird niemanden freilassen, bis sie bekommt, was sie will. Sie hat für sich beschlossen, dass dies der einzige Weg ist. Alle sollen merken, dass sie es wert ist, mit Respekt behandelt zu werden. Sie hat es sich schließlich verdient. Sonderregeln für Lilly von Engelhardt. Immer wenn zwei Verhandlungswürfel nach einem Bedrohungswurf eine 1 zeigen, tötet Lilly eine Geisel. Immer wenn zwei Verhandlungswürfel nach einem Bedrohungswurf eine 6 zeigen, befreist du eine Geisel. Okay, das ist natürlich ein, gewagtes Geschichte, wobei wir bei Lilly den großen Vorteil haben, sie geht schon mal mit geringerem Gefahrenpotenzial los. Ja, wir haben hier wirklich bloß ein Gefahrenpotenzial von, Gefahrenniveau von 2. Ja, wie ist es denn jetzt gut, bei Lilly anzufangen? Wir könnten mit ihr plaudern oder sie nach den Forderungen fragen, aber hey, bei dem Gefahrenpotenzial fragen wir die Gute erstmal, oder sagen wir erstmal, sie soll einen kühlen Kopf bewahren. Weil es natürlich wichtig ist, wenn das Gefahrenpotenzial, das Gefahrenniveau noch weiter herabgesetzt wird, dass wir entsprechend natürlich, ihr seht's, auch schneller Geiseln befreien können. Natürlich haben wir immer das Risiko, auch wenn wir mit vielen Würfeln würfeln, auch natürlich versehentlich mal zwei Einser zu werfen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir decken die Forderung auf. Sie möchte eine Festanstellung auf Lebenszeit. Uns kostet das 4 Verhandlungspunkte in der Verhandlungsphase. Der einmalige Vorteil wären das Gefahrenniveau um 3 herabzusetzen, weil sie besänftigt ist, aber dafür eskaliert das Ganze schneller. Wir ziehen dann 2 Eskalationskarten. Ist mir ein bisschen zu heftig, muss ich ehrlich gestehen. Genau, wir hatten das hier und wir fragen jetzt natürlich noch her, und wie denkst du bitte aus dieser Geschichte rauszukommen? Und 2 Kommunikationspunkte, yes. Oh,
Sie hat einen Fluchttunnel gegraben, oder einen geheimen Tunnel, und sobald keine Geisel mehr in Gefangenschaft ist, mache einen Bedrohungswurf, du erhältst einen zusätzlichen Würfel für jede verbleibende Karte im Eskalationsstapel, dessen Maximum 5 Würfel sein dürfen. Würfelst du einen Misserfolg, entkommt der Geiselnehmer. Boah, das ist natürlich auch heftig. Wenn wir jetzt aber jetzt in der komfortablen Lage sind, tatsächlich 3 Würfel zur Verfügung zu haben, dann plaudern wir natürlich auch mit ihr. Wow, das könnte jetzt richtig, richtig cool werden. Und nochmal 3. Das machen wir jetzt nacheinander. Wir haben 2 Sechser gewürfelt, eben war es 6 und 5. Das heißt, eine Geisel wird befreit. Hier, sie lässt eine frei. Im Gespräch sagt sie dann quasi, ja komm, dann geh mal du. So, ich würde ja am liebsten auf Zugriff jetzt gehen. Aber 8 Verhandlungspunkte ist natürlich richtig mächtig. Das muss man auskosten. Und zwar hier mit bis zu 5. So machen wir das. Dann habe ich nämlich theoretisch noch Karten zum Abwerfen günstige. Oder hätte halt die Möglichkeit, entsprechend hier zu reagieren. Okay. Wirf einen Verhandlungswürfel, ist die Zahl kleiner als das aktuelle Gefahrenniveau. Das brauchen wir nicht werfen, wir sind bei 1. So. Gut. Diese haben wir ausgegeben, die 8, und wir probieren es mit einer gewagten Lüge, sie so ein bisschen hinzuhalten, nach dem Motto, du, wir sind da in Verhandlungen mit dem Dekan, so ganz glaubt sie es uns irgendwie nicht, aber lässt trotzdem eine Geisel frei, und wir sagen ihr halt, sie soll mal ganz ruhig bleiben, es wird schon nicht so schlimm, damit setzen wir weiter um 1 herab und befreien eine Geisel, jetzt hätten wir 1 zur Verfügung. Ich würde jetzt eine Karte hier noch einfach andersrum spielen, um noch eine ganz ruhig zur Verfügung zu haben und meine Standardkarten. Vor allem kann ich dann die jetzt dann gleich wieder eventuell erwerben. Ja, dann Eskalation. Ziehe die nächste Eskalationskarte. Okay, heute sind wir entspannt drauf, sehe ich schon. Normalerweise ist das hier immer so ein totaler Höllenritt. Wir gucken erstmal, was wir hier Schönes haben. Bevor wir irgendwie unnötiges Risiko eingehen, dass sie das Gespräch beendet, würde ich ihr einfach nochmal hier zureden. Sie solle doch einen kühlen Kopf bewahren. Ja, es gelingt immerhin. Sie lässt jemand frei. Da das so gut funktioniert, probieren wir das Ganze nochmal. Da hoffen wir natürlich auch keinen Misserfolg zu würfeln, einen doppelten Erfolg mit, das sind 2 Sechsen. Das heißt, sie lässt hier, erstmal kriegen wir einen von links nach rechts einen frei, einen Kommunikationspunkt, für die 2 Sechsen nochmal jemand frei. Na, das sieht doch nach einem Lauf aus, das sieht wirklich nach einem Lauf aus. Und wir könnten jetzt im Idealfall tatsächlich 3 auf einmal rausbekommen. Natürlich nicht. Ich würde jetzt aber tatsächlich gezielt einen dieser Würfe neu werfen. Das funktioniert nicht. Einen Erfolg haben wir, aber mit 2 Erfolgen würde ich die 2 Karten ab, dafür 2 Geiseln raus. Ich habe natürlich neu gewürfelt, um hoffentlich hier eine 6 zu würfeln, eine zweite. Und wir haben jetzt nur einen Kommunikationspunkt. Das bedeutet, ich möchte natürlich jetzt noch ein bisschen mit ihr schnacken. Das sind 2 weitere. Natürlich das Risiko, immer auch Einsen zu würfeln. 1-1, da haben wir es schon. 5, ein Kommunikationspunkt und sie knallt den Hörer auf und ja. Wir hören das Schießen und das laute Schreien und das Fallen eines Studenten. Kaufen werde ich mir jetzt hier eine 3 und eine 1. Wir haben keine Nullerkarten zur Verfügung. Das heißt, damit müssen wir jetzt haushalten. Ich möchte aber einfach die nächsten Geiseln rausbekommen. Okay, es gibt zusätzliche Geiseln. Einen Verhandlungswürfel werfen und bei einer 4 eine zusätzliche Geisel reinsetzen. Also ganz mit dem Rausbekommen in dieser Runde wird es noch nichts. Warten wir jetzt einfach mal ab, was passiert. Ich hoffe natürlich das Beste. Das ist natürlich immer unberechenbar, was passiert.
ein Erfolg und das Gefahrenniveau um 1 hoch. Ja, komm, das nehmen wir mit. Immerhin eine Geißel raus. So. Die ist gespielt. Wir hätten natürlich nichts hier. Ja, wir bekommen nur diese Karten zurück. Wir bleiben in der im besten Bereich und könnten auch jetzt gleich nochmal eine Geißel rausholen. Okay, erstmal ein Bedrohungswurf. Natürlich, wenn das Gefahrenniveau so niedrig ist, dann kriegt man auch da komischerweise locker plötzlich Geißeln raus. Ja, sehr schön. Okay, gehen wir aufs Volle. Wir versuchen einfach mal hier... okay. wie war das? Meine Güte, was soll das denn für ein Mist werden? Ich wollte eigentlich irgendwie Fett kaufen oder sowas, aber wir werfen doch da einfach mal den Zweier neu. Alter Verwalter, dann werfe ich halt die ab, um es um 1 herabzusetzen und dann spielen wir jetzt die, oder spielen wir die nicht, halten wir uns die für die nächste Runde, aber wir haben dann gar nichts die nächste Runde, außer Verhandlungspunkte, müssten uns dann ein bisschen eine 6 und eine, ist das jetzt wirklich eine? Tatsächlich. 2 Sechser. Das heißt, wir bekommen nicht nur 3 Punkte, wir befreien die letzte Geißel. Und jetzt wird es natürlich, sobald keine Geißel mehr jetzt der geheime Tunnel, machst du einen Bedrohungswurf. Erhältst einen zusätzlichen für jede verbleibende Karte auf dem Eskalator. Das sind genug, würde ich sagen. Wir bekommen das Maximum an 5 Würfeln. Einer ist raus, aber es ist gerade egal. Das war eh schon ein Erfolg. Wir haben die Lilly geschnappt und das doch überraschend schnell. Ich habe kurzzeitig tatsächlich überlegt, ob ich das hier noch zünden soll und sie damit zum Aufgeben bewege. Aber war ja jetzt doch nicht nötig. Leider hat es einen Studenten erwischt. Das wollte ich eigentlich tunlichst vermeiden. Ja, man hat es manchmal nicht so in der Hand, wie man sich das Ganze vorstellt. Manchmal läuft es richtig gut, manchmal läuft es gar nicht gut. Ich habe jetzt tatsächlich schon 4, 5 oder mehr Partien auch mit der Lilly von Engelhardt gespielt, wo es halt eben nicht so gut lief. Moment. Bitte? Ja. Okay. Im Krankenhaus. Er hat Geißeln genommen. 7. Sie sagen, es ist ein liebender Vater, dem es um die medizinische Versorgung seines Sohnes geht. Ist das richtig? Okay. Sie brauchen Unterstützung? Ich komme. Okay. Bis gleich. Ihr hört selbst, ich muss los. Ein gewisser Jacob Adams hat im Krankenhaus im örtlichen ein paar Geiseln genommen. Mein Typ wird verlangt. Wir sehen uns dann hoffentlich demnächst. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß beim Spielen. Ciao.